Willkommen zurück zu Pokémon Scarlet. Wir haben hier noch einen Trainer, den wir besiegen können. Ich bin gerade auf dem Weg zu einem neuen Ort, kann man sagen. Denn ich möchte mal ein bisschen in eine andere Richtung gehen heute. Ich sage euch gleich wo. Erstmal kämpfen wir gegen dieses Bamon. Stimmt, wir haben in der letzten Folge oder letzte, vorletzte irgendwie so, haben wir Flammenwurf erlernt. Und mit dieser Attacke sind wir nun viel stärker. Ja, vorher hat er nur gehustet oder so und jetzt macht er den ganzen Wurf des Flammen. Genau. Ich habe einiges offscreen gemacht. Okay, gut, was heißt einiges? Ich habe ein bisschen was gemacht offscreen. So, genau, was ich meinte ist, hier, Pinchors, das ist ein Ort, wo wir noch nicht waren. Könnt euch wahrscheinlich noch erinnern, dass wir hier irgendwo so eine Quest hatten mit einem Sandwich, mit einem Gewürz. Außerdem, wenn wir gleich hier das fertig haben, können wir einmal hier nach oben gehen. Denn hier ist Gift-Team-Orden von Team Stars. Das könnten wir auch noch machen. Genau, mein Team besteht jetzt aus einem Girafarig und einem Tentagra. Ich habe nämlich endlich dieses Tentagra gefunden. Das heißt Tentagra, steht auf zwei Beinen, ist Pflanzeboden und ich finde es total lustig. Wo ich das gefunden habe, kann ich euch auch zeigen. Ich habe meins hier gefunden. Hier unter, die verstecken sich gerne irgendwo an Bäumen. Also die sind ein bisschen seltener. Also viel Glück, die zu suchen. Ich habe auch lange gebraucht. Genau, und Girafarig ist jetzt ein neues Teammitglied. Denn wie gesagt, Girafarig hat jetzt eine neue Weiterentwicklung. Deshalb ist Girafarig jetzt auch ein Teammitglied. Ich habe mich auch entscheiden können zwischen Cesurius Weiterentwicklung oder auch Razavs neue Weiterentwicklung. Ich wollte aber Girafarigs Weiterentwicklung haben. So, hier ist noch ein Trainer. Das ist ein schönes Training, schönes Leveling hier, bevor wir dann direkt loslegen mit dem Gift-Dude, der da oben auf uns wartet. Ah, cooler Schrei. Hast nur ich oder habt ihr auch gerade nichts gehört? Na, wie auch immer. Finneon ist ein Wasser-Pokémon, deshalb sollte ich vielleicht lieber mit einem Elektroviech angreifen. Auch wenn es wahrscheinlich nicht so wichtig ist, weil es ist nur ein kleines Fisch-Pokémon, Level 25. Und wir sind alle schon fast Level 30. Und die Kamera stuck. Wunderbar. Und jetzt schreit sie ganz drum. Also ganz ehrlich, eigentlich ist Regenstand sogar ganz gut für Elektro-Pokémon, weil bei der Attacke Donner trifft es dann zu 100%. Normalerweise hat Donner eine sehr kleine Chance, dass es trifft. Aber bei Regentanz, wenn es regnet, ist es bei 100%. Das ist nice. Das ist schon ziemlich nice. Ja, unser fetter kleiner Kumpel hier, der Babybolt, macht jetzt Bam. Und Baldorfisch überlebt das. Was soll denn das? Boah, krasses Baldorfisch, dass das überlebt. Genau, Legends hat ja Baldorfisch, meine ich, auch eine neue Entwicklung bekommen. Kann das sein? Ich meine, mich da noch was erinnern zu können. Schon länger her mit Legends. Von daher keine Ahnung. Yeah, Level 30 beide. Schlammwoge. Greift alle Pokémon im Umkreis mit einer Schlammwelle an. Diese werden eventuell auch vergiftet. Aha. Das ist ja eigentlich besser als Gift-Team. Ja gut, okay, Gift-Team hat nur ein Pokémon an. Schlammwoge könnte auch meine Pokémon angreifen. Aber wenn man nur Einzelkämpfe macht und bisher ist das Spiel ja nur mit Einzelkämpfen. Ich habe noch keinen einzigen Doppelkampf gesehen in diesem Spiel, deshalb kann ich Schlammwoge eigentlich reintun. Ich wüsste nicht, warum ich es dann nicht reintun sollte. Genau, aber mit Girafarig und Tentagra, die dauern beide noch, bis sie sich entwickeln. Ich weiß auch gar nicht, ob ich Tentagra ins Team nehme. Wahrscheinlich eher nicht. Ich möchte euch gerne zeigen, weil ich es funny finde. Jetzt laden die Trainer. Wunderbar. So, diese Stadt wollte ich euch aus einem bestimmten Grund zeigen. Und zwar, falls ihr ein kleines Feuer-Pokémon habt und ihr nicht wisst, wie ihr es entwickeln sollt, dann werdet ihr das hier in dieser Stadt herausfinden. Denn in dieser Stadt gibt es irgendwo... Oder habe ich eigentlich alle Trainer besiegt? Das kann sein. Nee, habe ich nicht. Okay, schade. Ja, es interessiert mich auch nicht mehr, alle Trainer zu besiegen. Am Anfang wollte ich es machen, jetzt interessiert es mich nicht mehr. So, ich suche kurz nach dem Trainer. Sollen wir tauschen? Nee, das ist er nicht. Hoho, ich bin ein Kuriositäten-Sammler und ich liebe Bronzel über alles.
Ah doch, das ist ja. Was hältst du von einer glückverheißenden Kuriosität im Tausch gegen 10 Bronzesplitter? Je nach Spiel muss man ein anderes Pokémon besiegen. Ich weiß gar nicht, was es bei Violet ist. Aber bei Scarlet sind es 10 Bronze, die man besiegen muss. Und dann kriegt man ein Rüstungsteil. Das kann man benutzen, um ein bestimmtes Pokémon zu entwickeln. Ein bestimmtes Feuer-Pokémon. Wo ich den Namen wieder vergessen habe. Ich kann mal ganz kurz nachschauen im Pokédex. Wo ist denn der Pokédex? Minus, ne? Ja, Minus, okay. Ja, ich habe mich mittlerweile daran gewöhnt, eine andere Taste zu drücken, deshalb... ja. Ich suche den mal ganz kurz. Ja, habe ich es gefunden. Knarrborn, das kann man entwickeln. Und je nach Spiel, je nach Scarlet oder Violet, entwickelt es sich anders. Genau. So, jetzt reisen wir nach hier oben. Genau, wenn man den Stick reindrückt, dann dreht sich das Ganze nicht mehr. Das macht es ein bisschen besser. Dann ist man nicht so orientierungslos, so wie ich es öfter mal war oder immer noch bin. Genau, nur die Raids kann man theoretisch auch privat machen, weil die XP, die man da bekommt, die kriegt man in Form von Items. Das heißt, du kannst die XP einfach irgendwem verteilen. So. Die kriegst du nicht direkt gut geschrieben, sondern kannst als Item wie so ein XP-Bonbon halt einfach deinen Pokémon verteilen. Ist schon sehr nützlich, muss ich zugeben. Finde ich schon sehr nützlich. So, ich glaube, in diese Richtung müssen wir. Das ist, glaube ich, die richtige Richtung. Aber das Spiel laggt leider sehr oft, habe ich gemerkt. Vor allem, wenn man einfach in so einem großen Areal ist, wo viele Pokémon spawnen hintereinander, dann mag das Spiel gerne mal laggen. Ist jetzt nicht sonderlich vorteilhaft. Psst, hey du! Im Schmierhain musst du vorsichtig sein, da treiben sich lauter geschmierige Gestalten um. Naja, da wollte ich hin. Da hinten sehen wir schon die Flaggen. Ich bin ready, das nächste Team Stars-Mitglied auszuschalten. Wir dürfen uns keinen Ärger mehr machen. Schlaraffel aus Gen 8. Muss ich sagen, ich bin kein großer Fan von dem Viech. Aber Game Freak scheint wohl großer Fan von ihrem großen Eichhörnchen zu sein. Ist halt einfach ein spielbarer Charakter in Unite. Niemand hat nachgefragt. Das ist trotzdem so. Weiß nicht, ob das nur ich bin. Ich finde jetzt nicht sondern nicht cool oder so. Mich interessiert da halt nicht wirklich. Ja, vielleicht gibt es da wirklich Fans für das Viech, aber. Es gibt bessere Pokémon, ne? Das können wir so festhalten. So, Manguspector. Ja, ich kann es mal rausprobieren. Komm. Vielleicht kriege ich das auch hin. Es ist nämlich der Tramp. Der Trumpidump. Aua, nicht beißen. Das tut weh. Bam. Der Flammenwerfer. Ja, unser Krokodil ist jetzt wirklich einfach nur noch ein Flammenwerfer. Mehr ist er nicht. So. Yeah. Ah, du bist echt stark. Dann war meine Warnung wohl überflüssig. Gut möglich, du. Gut möglich. Hier sind sehr viele Dickdrichs und Mauzis und man sieht hier sehr oft die gleichen Pokémon. Dafür, dass das so ein riesiges Gebiet ist, ist das schon ein bisschen boring. Aber na gut. Die 5 FPS-Flaggen mit der Rund. Wunderbar. Wunderbar, wunderbar. Okay. Dann. Oh, Donnerstellen. Lol. Dann. Hinein hier in das ganze Getümmel. Genau, die glitzernden Sachen, die respawnen immer. Random. Und hier ist der Schmierhain. Wovor wir gewarnt wurden. Oh, die Bäume sind angemalt. Was hat das so zu bedeuten? Maike. Ah, Senior, Level. Genau, dein mentales Anpassungsvermögen ist wirklich allererste Sahne. Lass uns die Gelegenheit nutzen, um unser Gespräch von neulich fortzusetzen. Wie erwähnt, habe ich mich Operation Stardust angeschlossen, um der Sache mit Team Star und den Rätseln, die sie umgeben, nachzugehen. Vor allem sorgt es mich, dass die Mitglieder von Team Star nicht mehr in die Akademie kommen. Na, zwei davon schon. Ich verfolge dasselbe Ziel wie Cassiopeia, die Auflösung des Teams. Seit ich Teil von Operation Stardust wurde, bin ich Team Star schon näher gekommen. Mir ist auch einiges klar geworden, nachdem ich mich mit einigen Mitgliedern unterhalten habe. Aber ich brauche noch mehr Informationen. Dafür möchte ich auch mit Mitgliedern der übrigen Banden sprechen. Wenn du dich ins nächste Versteck stürzt, kannst du also voll auf mich zählen. Bis dann.
Als ob du mitkämpfst. Das glaube ich nicht. Und hier sind wir auch schon direkt. Oder? Was ist hier links? Hier ist ein Zoroa irgendwo. Interessant. Müssen wir mal ganz anschauen hier. Es ist ein großes, also es ist kein wirklich großes Gebiet. Mal gucken, wie das hier abgeht. Der geht es einfach, geht nach Hause, okay? Nein, ich will Meister Shugi treffen, den Boss der Giftmitglieder. Aber genau, der hat mir gesagt, dass ich nur Mitglieder von Team Star durchlassen soll, ey. Und ich sag dir, dass ich zu ihm gehen werde. Ich muss unbedingt mit Meister Shugi sprechen. Boah, lass mich endlich in Ruhe, Mann. Du nervst echt übelst. Ey, was geht denn da ab? Hört mal auf zu streichen. Hä? Ach nee, nicht so ein Clown. Du hast Mitglied bei Team Star bekommen, echt nur die Drecksarbeit ab, ey. Moment mal, das ist doch die Maike. Maike, das Mädel, das ich mir nur angelegt habe. Das ist ein Überfall. Ich wusste es. Jetzt habt ihr jetzt... Oh, fuck, ist gar nicht gut, ey. Wir haben die ganze Nacht Videospiele gezockt. Ja, dann schlafen wir noch. Keine Sorge, ich werde mich um den Störenfried hier kümmern. Geh du die anderen aufwecken. Hä, hey, würdest du es tun, ey? Wenn das Versteck und jegliche Verteidigung da steht, steckt schließlich auch Meister Shugi in Schwierigkeiten. Ich hatte Meister Shugi mein Leben. Uns verbindet das Band der Kameradschaft. In Krisenzeiten müssen wir allen Widrigkeiten trotzdem umeinander unter die Arme zu greifen. Ich habe keinen Schimmer von unserem Sprechen, aber okay, danke für die Hilfe, Mann. Ciao. Ich höre hier irgendwo ein Gespenst. Irgendwo liegt es rum. Das ist meine gemeine Schurke, die es auf meinen Kameraden abgesehen hat. Ich werde mich dir mit allen meiner Kraft in den Weg stellen. Bist du sicher? Ja! Okay. Wenn du unbedingt kämpfen möchtest, du hast es dir ausgesucht. So. Aber ich kämpfe gerne. Da kriege ich sehr viel EXP. Die kann ich gebrauchen. Kamera unter dem Boden. Unter dem Boden. Yeah, yeah. Das brauche ich. Brauche ich. Yeah, yeah. Gulpen? Schlupfuck. Gulpen? Ja, ihr dürft jetzt gerne den Joke weiterführen. So. Glitscht unter dem Boden, unter dem Boden. Yeah. Woo! Yeah! Sproxy! Schau dir das mal an! Kein Wunder, dass wir das Ding hier sehen werden. Und warum ich das sage, werden wir dann schon noch erfahren, denke ich. Die Pummeln sind zu klein! Die Kamera kommt nicht richtig mit! Das funktioniert nicht! Als Verlierer werde ich mich nur in Stillschweigen hüllen. Ja, so wirst du niemals bei Team Star beitreten können. Tu es allgemein nicht, das ist keine gute Idee. Meister Shugi, verzeiht mir. Maike, ist alles in Ordnung? Ich habe Schmiere gestanden, als plötzlich dieser Lärm hier losging. Ich wollte schauen, was vor sich geht, also bin ich direkt gekommen. Direkt, genau. Oh yeah, kommt noch eine Verstärkung, ey! Ist das ein Schüler der Akademie? Er sieht mir nicht wie ein Mitglied von Team Star aus. Wohl wahr, Team Star gehöre ich nicht an, aber Meister Shugi bin ich zutiefst verbunden. Ich muss ihn treffen, koste es was es wolle. Das scheint seine Gründe zu haben. Ich werde mich kurz mit ihm unterhalten. Kümmere dich bitte in der Zwischenzeit um das Versteck, Maike. Hey, Brudi, lass uns doch woanders kurz plaudern, hä? Keine Sorge, es geht um nichts Schlimmes. Hey, Brudi. Ring, ring. Du hast die Wache also busy, Kompliment. Ja, war nicht schwer. Hier lauert die C-Bande. Dabei handelt es sich um die Giftmitglieder von Team Star. Ihr Boss Shugi verfügt über eine bemerkenswerte Fingerfertigkeit und kreiert die Team-Outfits. Er ist ein bisschen exzentrisch. Sein unberechenbares Verhalten macht es nahezu unmöglich, seine Handlungen vorherzusagen. Daher kann ich leider nicht abschätzen, wie er auf unsere Kampfansage reagieren wird. Besiege einfach so viele Pokémon des Teams, wie du kannst, bis Shugi selbst auftaucht. Es ist Zeit, der C-Bande ein Ende zu setzen. Leute, die Klinge, sobald du bereit bist, es mit ihnen aufzunehmen. Okay. Soll ich mit meinem Starter das machen? Ich meine, ja, könnte ich ja machen, warum nicht? Du-ding! Ding-ding! Ab in den Ring. Ich habe jetzt leider das Gespenst vergessen. Ist egal. Piep!
Diese komischen Pfeifen von Operation Star, sind jetzt auch bei uns aufgekreuzt. Das ist unsere Chance, die anderen Banden zu rächen. Gemeinsam werden wir heller strahlen. Herrgott, Eindringlinge! Sollen wir es gelingen, innerhalb von 10 Minuten und 30 unsere Pokémon zu besiegen, kümmert sich der Boss. Okay. Ist das gleiche wie letztes Mal. Exakt gleiche wie letztes Mal. Da kommen doch schon die Pokémon raus. Was sehen wir denn da? Vipite, Slimer und nochmal ein größeres Slimer. Warum auch immer das eine größer war. Na komm. Bam. Yeah. Da sind noch Nebulax. Ja, Nebulax ist nicht nur Typ Geist, sondern auch Typ Gift. Ich drücke die ganze Zeit, aber es passiert nichts. Okay, ich muss irgendwie warten. Weiß nicht warum. Aber falsche Richtung. Aber kein Problem. Die Nebulax machen wir auch noch down. Zack. Und zack. Champignon und auf Englisch Amoongus Bomb. Oh, hier ist Gulpin und seine Weiterentwicklung. Hallöchen. Oh, vielleicht nicht auf den, hieß auch die Weiterentwicklung Gulpin. Das kann auch sein, das weiß ich gerade nicht mehr. Hier ist das Knattertox. Oder Knattox, keine Ahnung, wie das hieß. Ich bin nicht gut mit dem Namen im Moment. Ich versuche sie mir noch auswendig zu lernen. Hier ist die Vorentwicklung zusammen mit der Weiterentwicklung. Also Sprockys Weiterentwicklung war hier gerade. Wo ich den Namen auch wieder vergessen habe. Perfekt. Bin super vorbereitet. Da ist es wieder. Achso, Grafaiai hieß es. Genau, Grafaiai. Genau, vielleicht kann man es schon sehen, aber es ist ein künstlerisch begabtes Pokémon. Mama mein. Ähnlich wie ein gewisses Pokémon aus einer dritten Generation, das sich Farbigel nennt. Ist ja kein Pokémon mehr? Hallo? Wo ist das letzte Pokémon? Ach, hier sind sie. Felinos und Zulots. So. Und fertig ist es. Da waren 32 von 30, nice. Wir sind einfach nicht gewachsen. Schnell auf den Box. Den Box, genau, den Boss. Da ist er. Shugi. Hübscher Eyeliner, muss ich schon sagen. Verzeiht mir mein unangenehmes, unangekündigtes Eintreffen. Doch nun ist es Zeit für mich, Shugi, ins Rampenlicht zu treten. Ihr müsst die berüchtigte Mike sein. Ihr habt Team Star Leid angetan und verschiebte Schurken. Mein Gift soll ja ein Niedergang sein. Ich, Shugi, schreite zur Tat. Dann mach das! Ist er. Er hat ein krasses Outfit auf jeden Fall. Aber er versteckt sich sehr unter seinem Outfit. Das was zu bedeuten? Voilà, nun da ich hier bin, werde ich euch angemessen bestrafen. Dann ist das wohl so. Vier Pokémon! Kann das sein, dass es der erste Trainer ist, den wir bisher sehen, der vier Pokémon hat? In anderen Pokémon-Tree wäre das nichts Besonderes, aber... Also was halt nichts Besonderes halt. Hier ist es halt was Besonderes, I guess. Was sollen die krassen Trainer nur drei Pokémon haben in diesem Spiel? Skuntank ist schon ein starkes Gift-Pokémon, wie man sehen kann. Meine Attacken vergiften schon bei der kleinsten Berührung. Ihr seid euch vor ihnen. Na, wir müssen aufpassen. Komm Crit! Komm Crit! Nein! Ah, ah. Rückzug, Takoko! Du überlebst das nicht. Wen tun wir rein? Leider sind die drei hier noch sehr low level. Das heißt, sie bringen im Moment noch wirklich nicht viel. Deshalb müssen es die beiden versuchen. Wir können es ja ausprobieren. Yeah. Aber ganz ehrlich, es könnte für uns schlecht aussehen. Einfach weil die jetzt... entwickelte Pokémon haben und generell stärker sind und wieder ein Knattertox im Gegnerteam haben. Die sind Level 32. Ich bin nicht mal Level 32. Also, das ist auch so ein Ding. Was war das denn jetzt gerade?
Hallo? Geht's noch? Bam! So, 1 der 4 Pokémon schon mal down. Jetzt schon Knattertox? Also ist das K oder kommt jetzt eine Vorentwicklung? Muss man sehen. Nö, einfach das Auto. Einfach das Auto bekämpfen wir jetzt. Okay. Warum tut das Spiel so, als hätte ich noch nie einen Knattertox bekämpft? Das Auto habe ich schon 2-mal bekämpft. Leider sieht es wirklich sehr schlecht für uns aus. Das ist sehr problematisch. Okay, ich werde leider meinen Bellybolt opfern, damit ich ein anderes Pokémon heilen kann. Ich habe leider keine Top-Genesung. Dann muss ich das so versuchen. So. Da wird mich jetzt down machen, egal was ich tue. Bin, glaube ich, auch gar nicht näher genug gewesen, um mich zu wehren. Von daher ist es egal. So, was könnte ich ausprobieren? I guess ich könnte... Na, es ist aber selber Typ, oder? Was war denn das nochmal? Giftstahl war es, ne? Ich glaube, es war Giftstahl. Erstmal Amnesie und dann vielleicht noch Lebensschuss versuchen. Ich merke schon, dieser Kampf wird wieder lange dauern. Ich mag die Team Stars-Kämpfe überhaupt nicht, muss ich sagen. Dauert einfach viel zu lange. Und das einfach nur, weil es immer das gleiche Pokémon ist, wo ich noch keine Strategie mehr aufgebaut habe, zugefunden habe. Wehe, das killt mich jetzt. Wehe. So viel zur Amnesie. Wenn es eine... Ah, komm, egal. Ja, die anderen drei, die haben halt noch nichts. Ich habe mir deren Attacken nicht mal angeschaut. Das ist halt problematisch. Stachelspore. Kann ich ein Stahl-Pokémon? Nee. Oder Gift und Stahl, glaube ich, funktioniert das nicht. Ah, verdammt. Ich habe wirklich gar nichts. Ich kann Flammenwurf versuchen. Das müsste effektiv sein, aber... Wie lange wird es dauern, bis es mich direkt killt? Ist die Frage. Ja, wir sind beide gegeneinander sehr effektiv anscheinend. Aber vielleicht bin ich ja stark genug. Yes! Nicht mal ein Crit. Nice. Das ist schon mal ganz gut. Ah, aber die Vergiftung wieder. Eigentlich muss ich wieder raus, ne? Probleme hatte Slimog. Es ist pures Gift-Pokémon. Einfach nur Gift. Ich habe, wie gesagt, halt wirklich gar nichts. Ich meine, I guess, ich könnte es mit Normifin versuchen. Problem ist nur, Normifin hat nicht so die besten Stats. Ist nicht so wirklich das beste Pokémon. Deshalb. Ist einfach nur ein süßer Delfin. Mal schauen. Genau, Slimer hat er noch und dann hat er sein Auto. Das war das gleiche Pokémon. Nice. So, Tauchen sollte hoffentlich funktionieren, auch wenn er da ganz oben auf dem Auto sitzt. Ich glaube nicht, dass die es einprogrammiert haben, dass das nicht geht. Was? Ich habe ganz kurz für einen Frame mein Charakter gesehen. Was? Wie sah das denn aus? Okay, egal. Ja, das dachte ich mir schon. Deshalb heile ich jetzt wieder mein Pokémon für gleich. Ich hoffe, dass ich trotzdem Slimog noch irgendwie mit einem anderen Pokémon besiegen kann. Das wäre schon ganz vorteilhaft. Oh Gott, ich glaube, wir verlieren den Kampf. Ich sag's ehrlich, wie es ist. Ich glaube wirklich, dass wir den Kampf verlieren. Ja, komm. Die anderen können nichts. Ja, dann müssen noch erstmal gelevelt werden. Ja, Flammenwurf ist halt wirklich das Stärkste, was ich habe. Okay, Terra Crystallizing und Flammenwurf. Weil das gut ist, das habe ich nie erwähnt. Aber das wusste ich auch lange nicht. Wenn man Terra Crystallized, sein Pokémon dann auswechselt und dann das gleiche Pokémon wieder reinwechselt, dann bleibt es in dieser Kristallform. Also die verschwindet nicht. Die bleibt so lange, bis es down geht. Anders als zum Beispiel bei Mega-Entwicklungen oder Dynamaxing oder so. Das bleibt wirklich, wirklich die ganze Zeit. Das heißt, selbst mit gepushtem Feuerdamage so wenig. Und der macht so viel. Und die Vergiftung auch noch. Aber wisst ihr was? Ich riskier's. Zack. V
vom Kronleuchter was nehmen und dann zack! Komm, bitte, bitte, bitte! Nein! Das kann nicht wahr sein! Bitte kill mich nicht, bitte kill mich nicht, bitte nicht, bitte nicht! Nein! Okay, ich glaube, der Kampf ist verloren. Ich muss, glaube ich, ein bisschen leveln. Oh, no, 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 no! Das ist nicht sehr gut. Das ist actually sehr bad. No, no, no. Was mache ich hier jetzt nur? Ja, eigentlich muss ich jetzt Beleber machen und meinen Feuerpuffer wiederbeleben, ne? Moment. Vielleicht kriegst du das auch hin. Versuchst du das mal, Giga-Falk. Ja, genau, du bist stärker, schneller. Perfekt! Giga-Falk ist schneller, deshalb hat Stava gut funktioniert. Und dieser Popö hier, Clattertox. Das, ja. Ich werde Wacker bis zum Ende standhalten. Darauf könnt ihr Gift nehmen. Darauf könnt ihr Gift nehmen. Versteht ihr? Jetzt kommt das Auto. Das Z-Star-Mobil Level 32. Habe ich irgendwas anderes noch? Psy-Strahl ist sehr effektiv. Oh, aber er ist schneller. Achso, wegen Toxic Turbo. Okay, gut. Prioritätattacke wahrscheinlich. Ah, okay, komm. Hier, Falk, es tut mir leid. Leider musst du jetzt dich opfern, okay? Das ist aber gut, weil jetzt ist Takokos Vergiftung weg. Jetzt, wo es down gegangen ist. Das ist... Ich hätte... Das ist ein Vorteil. Ich meine, der Kampf ist noch nicht verloren. Denke ich. Wie gesagt, Feuer ist eigentlich sehr stark gegen das Ding. Ich heile mich einmal nochmal mit Super Trank, damit ich full bin. Und dann gucken wir mal, wie viel Damage er macht. Wenn er mir nicht die Hälfte macht, dann ist er noch eine Chance. Wenn er mir nicht die Hälfte wegmacht, dann haben wir noch eine Chance. Nicht die Hälfte, es ist knapp nicht die Hälfte. Wunderbar. Aber das ist nicht sehr effektiv. Aber es ist trotzdem eine starke Attacke. Das ist das Stärkste, was wir gerade haben, denke ich. Oder soll ich jemand anderen wiederbeleben? Warte mal. Ah, die haben halt, ja, Lehmschuss halt, aber ich traue mich das ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, ich spamme jetzt einfach. Ich spüre es wieder vor, ich glaube, ich spamme jetzt einfach wieder Supertrank und Flammenwurf. Lol, was ist das für eine Attacke? Reifendrehung. Innerzing stark, okay. Hier, wieder. Boah, macht schon Damage, du. Aber Initiative sinkt. Aber leider ist halt mein Super ein sehr langsames Pokémon. Und ich mach so verdammt wenig Damage. Das ist viel zu wenig. Wir haben es geschafft. Mal wieder rettet Super den Tag. Oh, dass ich das noch gewonnen habe, hätte ich nicht gedacht. Ich habe wirklich erwartet, dass wir das verlieren. Der Kampf war wirklich noch zu schwer für uns. Aber wir haben es geschafft. Eieiei, knapp hätte es nicht gehen können. Meine Gefährten, vergebt mir. Ja, ein Jahr und einige Monate zuvor. Sieht schon ein bisschen weiblich aus, finde ich. Vergib mir die Verzögerung. Ich stieß auf nicht unbeträchtliche Hindernisse bei der Beschaffung der Stoffe. Abgefahren! Diese Stiefel sind sowas von abgefahren! Inspiration für diese verlieh mir die Attacke Nitro-Ladung. Meine Uniform sieht einfach genauso aus, wie ich sie mir vorgestellt hatte. Tausend Dank! Es erfüllt mich mit Freude, dass mein Entwurf das Konzept Popstar der Unterwelt wie gewünscht wiedergespiegelt, werte Ryoba.
Damit wären alle Modifikationen unserem Uniform abgeschlossen. Danke, Shugi. Jetzt, wo ihr zwei so bedrohlich aussieht, wird uns so schnell sicher keiner mehr dumm anmachen, ey. Das ist echt ein Händchen für sowas. Unglaublich, dass diese Idioten damals auf die Arme gehackt haben, nur weil du nerdy bist. Der Weg des Nerds ist dornig und voller Widerstand. Er entzieht sich dem Verständnis gewöhnlicher Menschen. Schauen, Shugi, welch ein Temperament. Das Thema geht dir ja echt zu Herzen. Richtig so, Shugi. Lass dich nicht unterkriegen. Ich finde dich total cool. Okay, als nächstes steht Kampftraining auf dem Plan, damit wir auch richtig auf Operation Star vorbereitet sind. Als Bosse können wir uns jetzt nicht erlauben, schwächer als andere Teammitglieder zu sein, ja? So ist es. Ich widme mich fortan mit Leib und Seele der Schulung meiner Kampffertigkeiten. Auch wenn ich mich mit Leib und Seele dagegen auflehnen will. Gesetz ist Gesetz. Wir müssen unserem Kodex Folge leisten. Somit bleibt mir nichts anderes übrig, jetzt dies hier an euch abzutreten. Namaste. Ups, habe ich das zu schnell weggedrückt. Des Weiteren solltet ihr dieses Gerät besitzen. Es enthält die Anweisungen von Attacke, mit der man seine Feinde mit Müll bedeckt. Mülltreffer? Was ist das für eine Attacke? Anwender schießt Müll auf das Ziel, vergiftet dieses eventuell. LOL. Mein Name lautet Michael, nicht wahr? Ich habe eine klare Niederlage erlitten, weil der Groll und Bitterkeit fehl am Platz wären. Meister Shugi! Mein Kamerad? Er bestand darauf, dich zu treffen und persönlich mit dir zu sprechen. Meister Shugi, bitte hört mir zu, ich brauche einen Moment eurer kostbaren Zeit! Weshalb habt ihr mich aufgesucht? Ich weise euch zur Hilfe ein, Meister Shugi, wenn ihr weiterhin dem Unterricht fernbleibt, werdet ihr der Akademie verwiesen, nicht wahr? Diejenigen von uns, die jetzt als gemobbt wurden, können inzwischen wieder zur Akademie gehen. Das haben wir nur Team Star zu verdanken. Eure harte Arbeit in jeder Operation hat das ermöglicht. Es wäre nicht fair, wenn genau die, denen wir so viel zu verdanken, der Akademie verwiesen würden. Vergebt mir. Hat euer Big Boss euch immer noch nicht kontaktiert? So ist es, seit jenem Tag. Ohne unserem hochgeachteten Big Boss wäre es das Team nicht. Und ohne das Team wäre jener glückliche Alltag, der ja nun an der Akademie herrscht, undenkbar. Bis zur Rückkehr unseres noblen Big Boss bleibt uns keine andere Wahl, als all unsere Kräfte aufzubieten, um die Verstecke zu verteidigen. Wer ist dieser Big Boss, wenn ihr so sehr vertraut? Um ehrlich zu sein, war es bisher niemanden von uns vergönnt, Big Boss persönlich zu treffen. Big Boss beschreibt sich selbst als Außenseiter, der selten einen Fuß vor die Tür setzt. Auslöser dafür sollen, wie bei uns die Schikanen, niederträchtiger Tyrannen gewesen sein. Okay. Das tut mir leid. Doch obgleich uns sein wahrer Name und sein wahres Antlitz unbekannt sind, ist Big Boss dennoch unser hochgeschätzter Kamerad. Uns bleibt also nur das Warten auf seine hoffentlich baldige Rückkehr. Deshalb geht ja also nicht zur Akademie, Meister Shugi. Aber bitte vergesst nie, dass ihr auch außerhalb von Deep Star auf einen Verbündeten zählen könnt, und zwar auf mich. Mein Kamerad, ich stehe ja in eurer Schuld. Mobbing, Unterrichtsverweigerung, wir sind der Wahrheit einen Schritt näher gekommen. Aber vor allem, die Probleme, mit denen die Schüler zu kämpfen haben, die Gründe für ihr Handeln sowie ihre tiefen Freundschaften, die ihnen so wichtig sind. Ich schäme mich, dass ich von all dem nichts wusste. Solange hatte ich geglaubt, dass einzig und allein Team Star mein wahrer Schatz sei. Da bin ich wohl in einem Irrtum gelegen. Eieiei, was geht denn hier ab? Vielleicht erfahren wir in der nächsten Folge mehr? Vielleicht. Vielleicht machen wir was ganz anderes in der nächsten Folge. Mal schauen.